Dieser Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung muss in unserer DNA sein. Mein Name ist Herbert Heiner und ich bin Präsident des FC Bayern München. I think everybody, we are all the same. If we stop to talk about, maybe we will forget. My name is Viviane Assayi and I play for FC Bayern's women's team. Ich denke, dass Solidarisierung sehr wichtig ist in der Gesellschaft, wenn Vorfälle passieren, dass man aufsteht, dass man sagt, so, das geht nicht mehr. Mein Name ist Jennifer Dankwar, ich bin Bildungswissenschaftlerin und forsche an der Schnittstelle zwischen Erwachsenenbildung und Rassismuskritik. Wir haben Spieler aus verschiedensten Kulturen, wir sind jeden Tag miteinander, ich denke, in der Mannschaft. In den meisten Sportmannschaften ist es so, dass man immer zusammenhält, egal wer woher kommt. Serge Gnabry, FC Bayern München. Wie sehen Sie Rassismus? Was ist für Sie Rassismus? Mein Name ist Sascha Chaimovic. Ich bin Chefredakteur des Zeitmagazins. Rassismus ist bei vielen Erwachsenen und Jugendlichen schon so tief drin, dass man so früh wie möglich bei Kindern da schon versuchen muss, gegenzusteuern. Mein Name ist Damian Green und ich bin Assistant Coach bei den FC Bayern Basketballern. Wir sind hier, um heute über Rassismus zu sprechen. Ein Thema, das in der Gesellschaft ja verstärkt diskutiert wird, spätestens seit dem Tod von George Floyd. In der Gesellschaft heiß debattiert, auch im Sport. Der FC Bayern hat 2020 im März ja schon die Initiative Rot gegen Rassismus gestartet, bei dem sich Spieler, Verantwortliche und Fans gegen Gewalt und Rassismus positionierten. Und nun ist die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Wie wird der Kampf gegen Rassismus im Verein gelebt? Wie wird im Verein über den Rassismus nachgedacht? Ich möchte die Runde heute eröffnen mit der Frage an die gesamte Runde. Wie definieren Sie, was ist für Sie eigentlich Rassismus? Das kann man ja auf verschiedene Arten auslegen und ich glaube, gerade der persönliche Zugang ist da ein spannender. Wie sehen Sie Rassismus? Was ist für Sie Rassismus? Vielleicht können wir beginnen mit Frau Assayi. The question to you is, what for you in your mind is racism? How do you define racism for yourself? For me, racism is like when someone is thinking is better than others just because he thinks like a person have a skin different or a look different. So for me, the racism starts when someone is thinking about that. Damon Green, wie würden Sie Rassismus für sich beschreiben? Für mich Rassismus beschreiben würde ich, wenn die Person gegenüber, ganz egal wer es ist, mich erst einmal nur nach meiner Hautfarbe betrachtet und durch die Hautfarbe, die ich habe, schon gewisse Vorurteile direkt bilden. Also das ist für mich erstmal auf jeden Fall eine Form von Rassismus, dass die Person mich nicht als Mensch kennenlernt und dann herauszufinden, wie ich als Person bin, wo ich überhaupt herkomme, sondern wenn die Person schon die Hautfarbe sieht und schon direkt negative Meinungen darüber hat. Serge Gnabry, Rassismus für Sie, wie sehen Sie Rassismus? Auch ganz klar, wie die beiden davor, würde ich sagen, wenn man ja negative Vorurteile jemandem gegenüber hat, aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, Kultur und dann einfach mit Absicht die andere Person schlechter darstellen lässt, obwohl man sie wahrscheinlich gar nicht vom Inneren aus erkennt. Herr Heiner, können Sie mit den Definitionen was anfangen? Ist das auch Ihr Blick auf Rassismus? Ja, ich denke, ich habe dieselbe Anschauung wie die drei Vorredner. Für mich ist eben Rassismus Herabsetzung oder Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe, oder man könnte es auch anders übersetzen, eine Erhöhung oder Besserstellung von manchen Menschen, die glauben, aufgrund von Hautfarbe und Religion oder anderen Dingen sind sie besser als andere Menschen. Und das ist für mich Rassismus und das ist in jeder Form abzulehnen. Wir haben hier einen Profi hier in der Runde, der sich mit dem Thema ja bestens auskennt als Forscherin. Frau Dankwar, was denken Sie über das, was Sie gerade gehört haben? Entspricht es auch Ihrem Bild von, das ist Rassismus, Ihrer Definition?
Ja, also wir haben schon sehr, sehr viel gesammelt und von der Definition her, die es in der Theorie gibt, spielen sehr, sehr viele Aspekte, die jetzt auch schon genannt wurden, mit rein. Also es ist klar, eine klare Entindividualisierung einer Person, eine Herabsetzung einer Person aufgrund des Äußeren, aufgrund einer vermeintlichen Kultur, die zugeschrieben wird und anderen phänotypischen Merkmalen. Vielleicht jetzt nochmal, um da ein bisschen tiefer einzusteigen. Und zwar passiert eine Homogenisierung. Das bedeutet, dass man nicht mehr das Individuum sieht, sondern man schließt von einer Gruppe auf die Eigenschaften eines Individuums aufgrund von der Hautfarbe, der vermeintlichen Herkunft oder der vermeintlichen Kultur. Und wie wir auch schon gesehen haben in den individuellen Definitionen, dass eine klare Hierarchisierung mit reinspielt. Also dass ich aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner Herkunft eine Gruppe kreiere, der ich mich zuschreibe und gleichzeitig sage, dass diese Gruppe, der ich angehöre, höher steht als die andere. Und daraus entstehen zwei Pole, ein Wir-Pol und ein Ihr-Pol, der zum einen das eigene beschreibt und durch das eigene das andere wieder. Und hier haben wir dann diese Hierarchisierung, dass das andere per se immer irgendwie schlechter ist als das eigene. Und dann kommt noch hinzu, also neben der Homogenisierung und Hierarchisierung, dass wir eine Naturalisierung haben, auch genannt Rassialisierung im Fall von Rassismus. Dass wir sagen, weil du schwarz bist, kannst du das und das oder kannst du das und das nicht. Das bedeutet, dass ich aufgrund von natürlich gegebenen oder aufgrund einer phänotypischen Merkmals von Natur aus etwas kann oder nicht kann. Und dieses Zusammenspiel aus Homogenisierung, Hierarchisierung und Naturalisierung bzw. Rassialisierung macht Rassismus aus. Herr Heiner, was mich interessiert, Sie als Präsident, also eine sehr machtvolle Position innerhalb des Vereins, wie sehen Sie das, dass Ihre Spieler sich jetzt zu diesem Thema öffentlich äußern? Wir erleben es ja im Sport gerade ganz viel, dass Spieler sich hinstellen, teils in Gesten, teils in Statements oder so wie jetzt in der Runde und dieses Thema klar benennen. Wie stehen Sie als Präsident dieses Vereins dazu? Also ich finde das absolut toll und vorbildlich, denn Sie haben es ja in Ihrer Eingangsrede gesagt, leider nimmt Rassismus zu in unserer Bevölkerung und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Und ich finde es toll, wenn unsere Spieler den Mut haben, sich auch dazu zu äußern. Und dazu trägt ja auch unsere ganze Aktion Rot gegen Rassismus bei oder diese Veranstaltung heute, um eben Bewusstsein zu schaffen bei uns im Club, in der Bevölkerung, dass dieses Thema auf der obersten Prioritätsliste stehen muss, dass die Menschen alle gleich sind und dass wir dafür überhaupt kein Verständnis zeigen dürfen. Insofern bin ich allen dreien dankbar, dass sie sich heute auch dafür zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, Damon, du bist gerade im Bus auf dem Weg nach Lyon, wenn ich das richtig sehe. Serge hat heute einen Tag frei, habe ich gehört, weil ich den Trainer im Gang getroffen habe. Und Vivian, thank you very much that you participated in this talk today. Vivian, your perspective is interesting because you have you can compare the situation in France to the situation we have here in Germany. Can you say a few words about these differences you can see between France and Germany and racism? I want to say that the difference is the German, for me, the German talk more about this kind of racism. And in French, we spoke about, we do a lot of things, but it's more when something happened that now we do something. And here the difference is you talk about not every day, but usually. So it's good because I think everybody, we are all the same. If we stop to talk about, maybe we will forget. And you do a lot of things. You do this talk show. You do a lot of campaign. So I think it's good for the society because every time is in the mind of the people, and it's a good example for all of the club in the world. Der FC Bayern, Herr Heiner, hat ja eine lange Geschichte, und
Die Frage, die mir kam, auch wenn man sich an die Geschichte erinnert und sich die Geschichte des Clubs ansieht, haben Sie den Eindruck oder können Sie beschreiben, ob der Verein eigentlich gerade bei diesem Thema Ausgrenzung, Toleranz, Rassismus, da aus Ihrer Sicht auch aufgrund der Geschichte eine besondere Bedeutung hat und eine besondere Verantwortung vielleicht auch? Ja, absolut. Ich denke, dieser Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung muss in unserer DNA sein. Wir haben ja zwei Präsidenten in den Anfangszeiten des Clubs gehabt. Einmal mit Angelo Knorr, der homosexuell war und deswegen auch verfolgt und stigmatisiert wurde und am Ende auch daran gestorben ist. Er war der Vorgänger von Kurt Landauer. Kurt Landauer war jüdischer Abstammung, sicherlich einer der prägendsten Präsidenten, die wir gehabt haben und den Club groß gemacht haben, der auch fliehen musste dann in der Nazi-Zeit. Und wenn Vivian gerade anspricht, dass wir mehr sprechen in Deutschland darüber, dann denke ich, hängt das auch mit unserer Vergangenheit zusammen. Und das ist auch richtig so, dass wir das täglich ins Bewusstsein fassen, dass eben sowas nicht mehr passiert. A, was mit den beiden Präsidenten in unserem Club passiert ist und auch was in Deutschland zur Nazi-Zeit passiert ist. Und ja, um die Frage abschließend zu beantworten, ich denke, der FC Bayern hat da eine besondere Verantwortung, sich diesem Thema zu stellen. Ich habe ja anfangs schon über Rot gegen Rassismus gesprochen. Können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen die Ziele der Kampagne uns erklären, von Rot gegen Rassismus? Das ist relativ einfach. Wir wollen Bewusstsein schaffen und auch Haltung kreieren, dass man eben viele Dinge und gerade wie es Jennifer besprochen hat, im Alltagsrassismus, dass man solche Dinge einfach nicht mehr hinnimmt, dass man die Menschen darauf aufmerksam macht und dass man in der Bevölkerung insgesamt ein Bewusstsein schafft, dass sowas nicht passieren darf. Ein Verein, der so groß ist wie der FC Bayern, hat ja logischerweise nicht nur viele Mitglieder, sondern auch einfach viele Menschen, die auf den Verein schauen. Und sowas wirkt bestenfalls ja, also solche Kampagnen wirken bestenfalls auch in die Gesellschaft rein. Frau Dankwa, haben Sie den Eindruck, dass so eine Kampagne tatsächlich was verändern kann? Also ich denke, dass was auch jetzt im Sommer gezeigt hat, dass Solidarisierung sehr wichtig ist in der Gesellschaft, wenn Vorfälle passieren, dass man aufsteht, dass man sagt, so, das geht nicht mehr. Und ich denke aber auch, dass es sehr wichtig ist, eben dieses Zeichen zu setzen, Haltung zu zeigen, sich gegen Rassismus wirklich zu positionieren. Und da eben der FC Bayern auch so eine große Aufmerksamkeit genießt, sage ich jetzt mal, auf der ganzen Welt, ist es natürlich schon ein sehr, sehr starkes Zeichen zu sagen, wir haben hier unsere Ressourcen, unsere zeitlichen, unsere finanziellen Ressourcen in eine Kampagne gesteckt, sage ich jetzt mal, um Rassismus zu begegnen und uns zu positionieren und damit auch zu zeigen, wir sind geschlossen als Verein gegen Rassismus. Deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt in die Richtung, wenn die breite Bevölkerung auch erreicht werden möchte. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es notwendig ist, zusätzlich den Blick nach innen zu wenden. Also zu sagen, wie sieht es eigentlich bei uns in den Strukturen aus? Wie können wir hier noch voranschreiten? Wie können wir einen Schritt noch weitergehen und sagen, wie können wir unsere TrainerInnen weiterbilden, fortbilden und dann auch die eigenen Strukturen zu analysieren in einem nächsten Schritt und das zweigleisig zu fahren. Also das schließt ja einander auch gar nicht aus. Einmal das Außen und das Innen. Das ist ein interessanter Punkt. Wir hatten ja unsere eigenen Vorfall oder unseren Vorfall am Campus. Das haben Sie sicherlich auch mitbekommen. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, wie Sie es sagen, man muss auch immer wieder selber nachgucken, selber checken und das nicht als gegeben hinnehmen, sondern man muss versuchen, die Menschen intrinsisch dafür zu gewinnen, dass sowas überhaupt nicht mehr passieren kann. Und da ist keiner gefeit. Wir haben es ja, wie gesagt, gesehen, auch bei uns am Campus und mussten uns mit dem Thema dann intensiv auseinandersetzen. Was ist denn, Herr Heiner, wenn Sie den Campus ansprechen, den Vorfall aus Ihrer Sicht da falsch gelaufen und was kann man denn in Zukunft besser machen? Gut, was ist falsch gelaufen? Ich glaube, dass wir unsere Trainer und die Menschen, die wir für die jungen Spieler und Spielerinnen verantwortlich sind, dass wir die einfach nicht genügend
instruiert haben, was wir von ihnen erwarten, nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld, und ihnen die Werte, die wir als Club verkörpern, noch mal ganz klar geschildert haben. Und da gehört eben dazu, dass rassistische Vorfälle überhaupt keinen Platz haben. Das hätten wir einfach besser kommunizieren müssen und mit unseren Trainern besser darüber sprechen, um eben denen auch das Bewusstsein zu verschaffen, dass solche Dinge nicht passieren dürfen. Was es ja gibt, ist jetzt ein Leitfaden für Trainerinnen und Trainer bei den Bayern. Können Sie den ein bisschen erläutern für alle, die ihn noch nicht so richtig kennen? Naja, gut, es geht, wie ich schon gesagt habe, es geht darum, das Bewusstsein zu schaffen, den Menschen, die für den FC Bayern arbeiten und mit dem FC Bayern zusammen sind, klar zu machen, was unsere Werte, unsere Vorstellungen sind in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung. Wir machen aber nicht nur den Leitfaden, sondern auch Workshops mit externen Beratern zusammen. Und insofern bin ich auch ganz interessiert zu hören, Jennifer, was Sie uns dann auch für Ratschläge geben können, um eben diese Haltung bei uns so zu integrieren, dass es von selbst herauskommt, sondern dass wir es nicht anordnen müssen, sondern dass jeder von sich selbst heraus einen Sensor hat, wenn sowas passiert, und dann auch die Haltung hat und sagt, nein, ich stehe dagegen auf und mache mein Gegenüber darauf aufmerksam, dass es nicht richtig war, was er gerade gemacht hat. Wie fühlten sich das an für Sie zum Beispiel, Serge Gnabry, jetzt in einem Verein zu spielen, der dieses Thema so setzt und beispielsweise mit einem Leitfaden für Trainer, so einen Trainerleitfaden erarbeitet? Wie fühlt sich das für Sie an? Ich würde sagen, es ist ein schönes Zeichen, gerade als Sportler, wenn du für einen Verein arbeitest, der sich dann noch für die Diversität einsetzt. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir haben Spieler aus verschiedensten Kulturen. Wir sind jeden Tag miteinander. Ich denke, in der Mannschaft, in den meisten Sportmannschaften ist es so, dass man immer zusammenhält, egal wer woher kommt, und dass solche Themen eigentlich nie aufkommen. Und wenn sie mal im seltensten Fall aufkommen, dass dann ja das direkt angesprochen wird. Aber ich denke, als Verein ist es ein gutes Zeichen, was der FC Bayern da macht, und auch für die ganze Struktur und alle Mitarbeiter ist es, denke ich, wichtig, weil ich glaube, wir wissen nicht, was vielleicht sonst noch hinter den Kulissen abgeht, und wenn da viel Awareness geschaffen wird, ist das, denke ich, auf jeden Fall gut. Da würde mich interessieren, zum Beispiel von Ihnen, Demond Green, ob Sie da jetzt mehr Gespräche mit Leuten führen. Kommen die zu Ihnen und stellen Ihnen Fragen, vielleicht Kolleginnen und Kollegen aus dem Verein, die Sie davor nicht so gehört haben? Jetzt, wo du das ansprichst, gerade auch die Geschichte von, was jetzt in Amerika passiert ist, so extrem mit George Floyd und auch andere Sachen, schlimme Dinge, die passiert sind, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind. Das größte Thema kam im Endeffekt bei mir zu Hause auf mit meinem Sohn, der jetzt dieses Jahr 15 wird, und ich in die letzten Jahre, ich sag mal so, was diese Thematik angeht, war das nie so ein großes Thema. Aber als diese Sachen dann passiert sind, hat er sich auch mehr und mehr dafür interessiert. Und das ist halt dann zu Hause ein größeres Thema geworden. Und dann war ich natürlich in der Situation, wo ich ihn über solche Sachen aufklären musste, Rassismus. Ich konnte natürlich auch nicht die Frage beantworten, warum dieser Typ da auf George Floyd da wirklich kniet. Also mehr zu Hause war das ein Thema, um meinen Sohn dazu zu erziehen in dieser Hinsicht. Jetzt von außen gab es dann nicht so viele Fragen. Das war eigentlich mehr so ein Thema zu Hause, was die Erziehung und was die Aufklärung, Rassismus für meinen Sohn bedeutet. Eine ja wirklich heiß geführte Debatte ist ja die um Sprache. Also wie benennen wir eigentlich Menschen, die nicht weiß sind? Ganz banal gefragt, wie würden Sie sich denn selber beschreiben? Also mit welchem Begriff kommen Sie selber klar? Wie sieht es denn zum Beispiel bei Ihnen aus, Herr Green? Welchen Begriff verwenden Sie? Das hört sich so streng an, welchen Begriff ich benutze. Ich bin aufgewachsen und habe sehr oft das Wort Mischling gehört. Meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz. Und für mich war dieser Begriff, dass ich ein Mischlingskind bin, immer normal. Ich habe das auch
negativ gesehen oder positiv, sondern für mich war das die Realität, dass ich ein Mischling bin. Also nicht weiß, nicht schwarz und mit Mischlingskind oder im Englischen hieß Mixed oder Light Skinned. Damit habe ich mich immer abgefunden und ich habe da auch nie irgendwie was Negatives drunter verstanden. Ms. Asseyi, we're talking about the question, how do we describe ourselves, like as black people or persons of color? Do you feel comfortable with some particular way of some particular expression? And what is the way you would describe yourself as? I think for everything there are limits, so we cannot say some words too hard for all of people, for black people, for Chinese people, for white people. I for me, there are some words that we cannot use. Sometimes you use some words that you didn't think that it's racism. We need to be careful how we spoke because we are all different. Some person who would take the sentence wrong, some person will take the sentences good. So for me, we need to be careful about all of our words that we use. Und Serge Gnabry, ist in der Bayern-Umkleidekabine schon mal der Begriff Person of Color gefallen? Person of Color habe ich noch nie gehört. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, in welchem Kontext man jemanden anspricht, welche Gedanken dahinter stecken. Mich würde es auch interessieren, was man alles sagen kann, was man nicht sagen kann. Ich meine, ich kann mich auch nur dermend anschließen als Mischlingskind. Aber ja, mich würde es auch gerne interessieren, was da alles gesagt werden kann und was nicht. Frau Dankwa, was sagen Sie? Ja, also es gibt einen gesellschaftlichen Konsens in Deutschland, würde ich jetzt mal das so betiteln, dass schwarze Deutsche sich etabliert hat. Schwarze Deutsche ist eine selbstermächtigende Bezeichnung aus der Gemeinschaft heraus, die sich etabliert hat, dass diese Gruppe an Personen gerne so bezeichnet werden möchte. Also es ist keine Fremdzuschreibung. Und da ist, glaube ich, der größte Unterschied zu den unterschiedlichsten Worten, die es gibt und die wir verwenden, dass das eine Fremdzuschreibung ist und das andere eine Selbstzuschreibung oder Selbstbezeichnung. Und darin liegt auch die Kraft. Und gerade beim Begriff Mischling dieser Begriff kommt aus der Tierwelt. Also es ist eine Kreuzung zwischen unterschiedlichen Tieren. Deswegen kann dieser Begriff eigentlich auch gar nicht wirklich auf die Menschheit übertragen werden. Deswegen würde ich mich jetzt persönlich von diesem Begriff erstmal distanzieren. Dann gibt es BIPOC, also Black Indigenous People of Color, der von den USA praktisch übernommen wurde und auch hier kursiert. Und dann eben People of Color, was eben auch, oder Person of Color, POC, was praktisch auch aus einer Bewegung heraus entstanden ist. Und POC ist praktisch ein Begriff, der alle nicht weiß gelesenen Menschen in der Gesellschaft bezeichnet. Also alle, die nicht in dieses klare Stereotyp von weißer Person irgendwie passen. Deswegen kann man da eigentlich auch nochmal sagen, schwarze deutsche Person ist dann nochmal ausdifferenzierter. Herr Heiner, können Sie sich auch eine Satzungsänderung vorstellen? Ja, definitiv, denn wie ich vorher schon angeführt habe, glaube ich, liegt es in der DNA des FC Bayern, dass wir hier mit aller Konsequenz gegen Rassismus und Diskriminierung vorgehen. Und deswegen haben wir auch in unserer Satzungskommission beschlossen, dass wir eine umfassende und detaillierte Formulierung gegen Rassismus und gegen Diskriminierung in unsere Satzung mit einbauen. Das wird im Moment von der Satzungskommission ausgearbeitet und wird hoffentlich auf der nächsten Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern auch so beschlossen. Dann steht es in der Satzung und dann gibt es uns auch eine klare Handlungsweise, dass wir eben gegen Menschen, die sich nicht danach richten, vorgehen können. Das heißt, die auch aus dem Verein ausschließen, wenn sie sich nicht satzungskonform verhalten. Frau Dankwa,
Relativ zum Schluss würde ich sehr gerne von Ihnen wissen, ob Sie dem Herrn Heiner zum Beispiel raten würden, sowas zu verordnen im Verein, dass man wirklich so eine Art Code of Conduct-artiges Statut hat, wo man sagt, so reden wir, das macht man nicht. Oder ob das eher ein evolutionärer Prozess aus Ihrer Sicht sein soll, wo man einfach sich so ein bisschen zusammenruckelt über die Zeit und schaut, ob es nicht auch so funktioniert. Was ist Ihre Empfehlung an den Verein? Also ich denke, dass es wichtig ist, die Werte, die man vertritt, festzuhalten. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es, dass diese Werte auch gelebt werden? Und da müssen wir ansetzen, dass wirklich verstanden wird, was Rassismus ist. Und dann geht es nicht nur da, also da geht es ja nicht darum, irgendwie eine Liste zu erstellen, also und dann kann man sich an dieser Liste orientieren, sondern es geht darum, dass man wirklich versteht, wie die Prozesse sind, damit man sie dann in unterschiedlichen Situationen auch erkennen kann. Also ich finde, es reicht jetzt nicht zu sagen, wir sind gegen Diskriminierung und beispielsweise eine Form von Diskriminierung Rassismus. Deswegen sollten wir uns dagegen einsetzen. Wie soll ich wissen, gegen was ich mich einsetze, wenn ich es gar nicht erkennen kann? Und da setzen wir dann an, wie Sie auch schon vorgeschlagen haben, Workshops zu machen. Sich mit der Thematik auf allen Ebenen auseinanderzusetzen. TrainerInnen, SchiedsrichterInnen, in den Vorständen. Dass wir wirklich verstehen, wie Mechanismen funktionieren und die dann auch in unterschiedlichen Situationen erkennen können. Ich glaube, dass wir dieses Thema immer wieder in den Blickpunkt stellen müssen, damit es halt nicht vergessen wird und damit es nicht nur eine einmalige Aktion ist, sondern am Ende des Tages sollte es ja so sein, dass es eben intrinsisch bei jedem so tief drinsteckt, dass es nicht mehr passiert. Das wäre das Ziel. Das wird sicherlich noch ein bisschen Arbeit bedürfen, aber wir sind fest davon überzeugt und gewillt, das auch weiterzutreiben und gerade deswegen sitzen wir heute auch alle zusammen. Mhm. Herr Green, Sie möchten noch was sagen? Ja, wenn noch kurz Zeit ist, würde ich gerne noch was sagen zu einem persönlichen Erlebnis, was ich vor 20 Jahren hatte. Ich gehe spazieren in so einer Fußgängerzone und sehe eine Mutter mit einem Kind, ich glaube, das Kind lasse es 6, 7 Jahre alt gewesen sein, sagt zur Mutter, schau mal, da ist ein Neger. Und in dem Moment war ich so baff, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und das verfolgt mich bis heute, weil ich mir dann denke, hätte ich vielleicht was erreichen können, wenn ich die Mutter und das Kind höflich darauf angesprochen hätte und irgendwie gesagt, pass auf, das ist nicht ganz so in Ordnung. Aber auf jeden Fall sieht man da das Problem, dass das Kind das mit Sicherheit von den Eltern auf irgendeine Art und Weise mitbekommen hat. Und das verfolgt mich bis heute, zum Beispiel auch diese Geschichte mit George Floyd, der Polizist, der auf ihn draufkniete. Das muss auch aus seiner Kindheit schon irgendwo mitbekommen haben. Wahrscheinlich von den Eltern oder von keine Ahnung woher. Also es gibt heute so viele rassistische Leute noch, die aber erwachsen sind. Das sind Eltern, das sind 25-Jährige, keine Ahnung was. Aber, und ich glaube, da muss man ansetzen, gerade in der Jugend, versuchen in den Schulen so früh wie möglich da schon dagegen zu wirken. Weil an die Eltern wird man nicht mehr rankommen, weil das ist schon so verwurzelt drin, dass man in der Jugend, beim Fußball, Basketball, egal wie, so früh wie möglich schon ansetzen muss. Weil, keine Ahnung, wenn ich das Kind und die Mutter angesprochen hätte, ich weiß nicht, ob dieses Kind, was mich vor 20 Jahren als Neger bezeichnet hat, ob der heute rassistisch ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit vielleicht schon, wenn das weiterhin so aufgezogen worden ist. Wer weiß, ob die Mutter zu Hause zu dem Kind gesagt hat, ey, hast du super gemacht. Oder ob die Mutter gesagt hat, ey, das geht nicht. Keine Ahnung, in welche Richtung das gegangen ist. Ich hatte damals nicht, Mut ist das falsche Wort, aber ich habe keine Initiative ergriffen, diese Person, diese Mutter schon anzusprechen, weil ich auch nicht wusste, okay, wie wird vielleicht diese Frau reagieren? Ja, wird sie mich ohrfeigen? Wird sie weglaufen? Wird sie schreien? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, weil dieses Rassismus ist bei vielen Erwachsenen und Jugendlichen schon so tief drin, dass man so früh wie möglich bei Kindern da schon versuchen muss, gegenzusteuern.
Vielen Dank, Herr Green, auch für diesen sehr persönlichen Einblick und diese Erfahrung, die Sie da gerade erzählen. Vielleicht ist ja so ein Gespräch auch gerade gut für Aufklärung, auch für solche Leute, die, mit denen Sie damals zu tun hatten. Vielleicht ist auch so eine Runde, so ein Gespräch beim FC Bayern ein wichtiger Bestandteil von Aufklärungsarbeit für die Zukunft. Ich will danken für die ganzen konkreten Ideen. Und auch für Ihren Input, Frau Dankwa, für die Expertise und für alle Teilnehmer vielen Dank für diese aufschlussreiche Runde. Dankeschön. Gerne. Danke.